Wir sind mal wieder der Leistungskurs der Evangelischen Schule Schönefeld, Klasse 11. Wenige Schüler. Die Schüler werden uns mit Kommentaren begeistern. Unsere Thematik heute wäre ein Versuch mit einer Seifenhaut. Ich will es hier mal zeigen. Wir haben hier eine Seifenlösung und wir erzeugen hier in diesem Rahmen eine Seifenhaut und die wird mit weißem Licht bestrahlt. Wir werden sehen, wie weit der Effekt hier zu sehen ist. Zuvor allerdings geben wir ein paar Kommentare und zwar hat sich der Philipp bereit erklärt. Eine Seifenhaut mit dem Brechungsindex N gleich 1,3 und mit einer Dicke von 350 Nanometern wird mit weißem Licht beleuchtet. Das Licht trifft senkrecht auf. Ja, was? Wir beschreiben die Vorgänge an der Grenzschicht. Genau. Seifenhaut und Seifenhautluft. Welche Farbe hat das von der Seifenhaut reflektierte bzw. das ihm durchgehende Licht? Ja, nehmen wir noch den Joshua. An der Grenzschicht Luft-Seifenhaut wird ein Teil des Lichtes reflektiert. Dabei tritt ein Phasensprung von Lambda halbe auf. Der andere Teil des Lichtes wird gebrochen. Ja, gut. Jetzt will ich erstmal den Versuch mit Julian durchführen. Und zwar, ja, nehmen wir mal das Licht weg. Und die Kamera schaut hier auf den Bildschirm. So, versuchen wir, dass es senkrecht drauf fällt. Kamera hat den Bildschirm. Es verändert sich von meiner Seite ganz wenig. Ich mache es nochmal. Die Kamera wird das leider nicht ganz raufbekommen, deshalb werden wir da ein Foto nachher reingeben. Es wird nämlich, oder es passiert Folgendes, dass die Seifenlösung nach unten abläuft, das heißt, es wird wie so ein Keil und es bilden sich entsprechende Farbstreifen. Ist wieder raus. Ist ein bisschen zu sehen? Ist wieder raus. Ist wieder raus und letzter Versuch nochmal. Ja, also wenn man hier davor steht und auf die Seifenhaut schaut, dann sieht man das sehr deutlich. Hier jetzt zum Beispiel, kann die Kamera mal ein bisschen drankommen? Kamera? Ja, nochmal. Ich sag's gleich. Das hängt nämlich auch ab vom Winkel. Jetzt sieht man es wieder oben, Kamera. Ja, sehr schön, die Streifen. Auf die Seifenhaut bitte. Ich höre nicht zum Kameramann, hast du es gesehen? Ach Mann! Letzter Versuch. Noch sehen wir nichts. Jetzt kommt es wieder langsam. Du musst hier oben in die obere Ecke die Kamera genau dorthin halten. Sehr schön zu sehen von hier aus. Jetzt wieder nicht. Nicht zu sehen gewesen? Zu klein. Okay, dann geht Licht wieder an. Und es ist die Isolde mit ihrem Kommentar. An der Grenzschicht Seifenhautlicht wird wiederum ein Teil reflektiert und ein Teil gebrochen. Der reflektierte Teil trifft auf die obere Grenzschicht, Seifenhautlicht, und wird dort teilweise gebrochen und teilweise reflektiert. Ja, jetzt sehen wir uns da mal die Skizze an der Tafel. Dort haben wir quasi die Seifenhaut und haben also die Reflexion und die Brechung. Bei der Brechung passiert ja Folgendes, das Licht von einem dünnen Medium in ein dichtes Medium fällt und da wird der Lichtstrahl zum Einfallslot hingebrochen und geht dann wieder parallel raus. Haben wir hier, der Philippus sagte ja, Brechungsindex beträgt etwa 1,3.
Jetzt gelten folgende Formeln. Das doppelte D ist 2k plus 1 durch n mal lambda halber. Dann diese Gleichung nach lambda aufgelöst, liefert lambda gleich 4 mal d mal n durch 2k plus 1. Und wenn ich jetzt für k entsprechende Werte einsetze von 0 bis 2, dann haben wir einmal 1820 Nanometer, 607 Nanometer und für k gleich 2, 364 Nanometer. Und für den weiteren Fall ergibt sich d gleich k durch n mal lambda halbe, daraus folgt wieder lambda gleich 2d mal n durch k. Und jetzt für K1, 2, 3 haben wir 910 Nanometer, 452 Nanometer, 303 Nanometer. Das heißt, es wird das blaue Licht verstärkt in diesem Bereich. Leider hat der Kameramann das hier nicht so sauber drauf bekommen. Mit unserem Versuch kann man nichts machen. Wie gesagt, wir werden dafür ein entsprechendes Foto einfügen, damit man das sehr deutlich sehen kann. Ja, ich denke mir, das soll es gewesen sein für heute.